In der Toolbox finden wir im Artikelstamm die Option Verschieben. Wir wollen in diesem Video Verschieben ansehen und Ihnen erklären. Warum brauche ich das? Im Prinzip braucht man es gar nicht. Wenn Sie sagen, mir ist doch das egal, welche Artikelnummern meine Artikel tragen, weil die Artikelnummer ist ja rein intern und ist nur für diesen Zweck gedacht, dass wenn mal Ihr Scanner, Ihr Handscanner kaputt sein sollte und Sie im Idealfall natürlich auf Ihren Etiketten die Artikelnummer mit ausgedruckt hätten, ist es natürlich leichter, diese 2-, 3- oder 4-stellige Artikelnummer von der Hand in der Kasse anzugeben, als die 13 Stellen vom ERN-Code abzutippen. Es gibt auch einige unter Ihnen, die sagen, pass mal auf, ich will aber alles sauber strukturiert haben. Ich will, dass Festplatten zum Beispiel bei der Artikelnummer 500 beginnen. Wir nehmen einfach mal Beispiele aus unserem Artikelstamm, dass Pumpen bei der Nummer 600 beginnen. Das können Sie machen. Und zwar, Verschieben ist halt dann sehr interessant, wenn ich eine große Anzahl von Artikeln habe. Machen wir das Beispiel. Wir ändern den Artikel, die Festplatte, jetzt einfach mal manuell auf die Artikelnummer 500. Es passiert nichts, keine Angst. Okay, das können wir ja verändern. So, den heutigen Artikel machen wir auf die... Wir produzieren einen Konflikt. Wir machen es auf die 600. Macht jetzt zwar keinen Sinn, aber wir machen es trotzdem. So, und jetzt kommen Sie daher und sagen, ich habe so viele Artikel, ich sehe hier den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das heißt, wenn man mal 20, 30, 40.000, 50, 100.000 Artikel drin hat, dann ist es eine Menge. Und wenn man es dann sauber strukturiert haben will, wird es schwierig. Deswegen generelle Empfehlung, immer gleich am Anfang sauber machen. Dann ist es relativ einfach. Aber wenn Sie jetzt sagen, ich will den Artikel 8 jetzt verschieben, und zwar auf die Artikelnummer 600, 600, will er mich jetzt ärgern, 600, genau, dann sage ich verschieben, dann überprüft Wavi Profi 3, ist denn das möglich, das heißt, somit kann kein Konflikt entstehen und sagt, 600 geht nicht, weil ist schon verschoben, sondern 601 ist möglich. Und jetzt wurde die Pumpe 601, die Pumpe mit der ursprünglichen Nummer 8, glaube ich, war das, jetzt auf die Artikelnummer 601 verschoben. Das ist die Funktion verschieben.